Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine verehrten Damen und Herren. Das Beste kommt, wie man sagt, zum Schluss oder fast zum Schluss. Und es wird Ihnen bestimmt ein kleines Schmunzeln auf die Lippen zaubern, wenn ich ganz selbstbewusst sage, wir sind jetzt beim kleinen, geheimen, feinen Highlight in dieser Debatte. Wir sprechen von 193 Millionen Euro. Warum? Ganz einfach. Nicht nur ausnahmslos Corona beherrscht hier unser Leben oder unsere Zeit. Nein, auch die Themen Klima, Umwelt und Biodiversität spielen weiterhin ihre Rollen auf der Bühne in unserem Leben. Und das müssen sie auch. Sie machen keine Pause und warten mal ab, wie das Stück so weitergeht. Fakt ist, ohne ein gesundes Klima, eine intakte Umwelt und ausgeglichene Biodiversität können wir nicht leben, können wir nicht überleben. Alles hängt mit allem zusammen. Die Bausteine verbinden sich zu einem großen Ganzen und halten das Gleichgewicht. Ich bin natürlich auch nicht so unrealistisch, um zu sagen, das Gleichgewicht ist im Moment oder in der jetzigen Zeit nicht immer im Lot. Und wir müssen dafür sorgen, dass es eben wieder dorthin gehört und hinkommt. Wir haben mit unseren Möglichkeiten reagiert und für einige größere und kleinere Handlungsfelder entsprechend finanzielle Mittel im Einzelplan 09 eingestellt. Erstens wurde schon angesprochen, Fortschreibung der Biodiversitätsstrategie. Was heißt das genau? Die Durchführung von Natura 2000 und Monitoringmaßnahmen wie zum Beispiel Biokartierung, FFH-Monitoring, Brutvogelkartierung, um hier nur einige zu nennen. Hierfür sind im Mittelansatz für 2021 378.000 Euro und für 2022 350.000 Euro vorgesehen. Bei den verschiedenen Monitoring- oder man kann es auf Deutsch sagen, Überwachungsmaßnahmen hat uns als CDU allerdings der wichtige Bereich Insekten noch gefehlt. Und dieser ist nun im Haushalt auf unsere Initiative mit eingeflossen. Da bin ich sehr froh. Das Insektenmonitoring wird nämlich damit erstmals statistisch belastbare und repräsentative Daten über die im Saarland lebenden Insekten liefern. Obwohl die Situation subjektiv gesehen, was die Insektenpopulation angeht, vielleicht nicht so dramatisch ist wie in anderen Bundesländern, wird diese intensiv geführte Studie zu mehr Objektivität führen und einen klaren Sachstand liefern. Zum Beispiel, wie wirken sich Faktoren aus, Klimawandel und Trockenheit, Landwirtschaft, Landverlust oder Lebensraumverlust, invasive Pflanzen und Tierarten. Dieses wichtige Monitoring wird darüber Aufschluss geben und unser zukünftiges Handeln im Kampf gegen das Insektensterben zielorientiert beeinflussen und auch lenken. Und das kann nur nachhaltig und sich positiv auswirken. Deshalb sollen zusätzlich zu den oben genannten Mitteln weitere mit je 75.000 Euro eingestellt werden. Und dies ist eine gute Entscheidung für eine hoffentlich gute Entwicklung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens zum Thema Wald haben wir in den letzten Plenarsitzungen schon mehrfach gesprochen. Und man kann dies eigentlich nicht oft genug tun, keine Angst, ich wiederhole nicht alles. Nur unsere grüne Lunge ist krank, das wissen wir, und es muss alles getan werden, um die Krankheit zu mildern und wenn möglich auch zu heilen. Das geht allerdings nicht zum Nulltarif. 30 Jahre naturnahe Waldwirtschaft hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass unsere saarländischen Wälder im Bundesdurchschnitt noch relativ gut dastehen und aufgestellt sind. Aber auf diesen Erfolgen können und wollen und dürfen wir uns auch nicht ausruhen. Deshalb werden wir selbstverständlich die erfolgreiche naturnahe Waldwirtschaft des Saarforst-Landesbetrieb weiterhin mit entsprechenden Mitteln, und wir reden hier von 1,25 Millionen in 21 und 1,44 Millionen in 22 unterstützen. Zusätzlich dazu gehören leider auch Mittel für die Müllbeseitigung im Staatswald, die mittlerweile mit 180.000 Euro veranschlagt werden müssen. Eine unsägliche Entwicklung,
die in öffentlichen Kampagnen publiziert wird, um ein Um- und Mitdenken bei den Waldbesuchern zu erreichen. Der Saarforst-Landesbetrieb hat dabei viele Aufgaben zu bewältigen, einige zu nennen, weil Zustandsbericht, wir hatten ihn im Ausschuss, bekommen wir ihn regelmäßig zu hören, Waldökologie, Führungen und Beratungen, Kulturlandschaftsentwicklung, Jagd, Verkehrssicherungspflicht, Bau und Unterhaltung von Freizeit- und Erholungszentren, um nur einige zu nennen. Der Wald und wir alle profitieren von dieser Arbeit, denn wir dürfen quasi die Früchte dieser Arbeit in Form der vielfältigen Nutzung des Waldes genießen. Deshalb meinen herzlichen Dank an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen des Saarforst-Landesbetriebs für diese wertvolle Arbeit. Auch erhöhen wir den Titel für den Naturpark Saarhunsrück für institutionelle Förderung und Unterstützung mit zusätzlich jeweils 80.000 Euro auf je 180.000 Euro, weil der Nationalpark Saarhunsrück ist wie alle Nationalparks oder hat wie alle Nationalparks einen besonderen Stellenwert inne und ist ein Highlight in unserer Region. Er ist ein Schutzgebiet, in dem sich die Natur weitgehend ungestört und möglichst ursprünglich entfalten kann. Er umfasst ein großflächiges Gebiet mit besonders wertvoller Naturausstattung, die durch den Menschen wenig beeinflusst und nicht mehr Ziel einer wirtschaftlichen Nutzung ist. Er erzählt historische Geschichten, weist eine imposante Talsperre auf, kann besucht, durchwandert und genossen werden. Als zusätzliches Angebot für Naturliebhaberinnen ist eine interaktive Ausstellung über den Nationalpark mit dem Titel Nationalpark natürlich mit Geschichte geplant. Und die Menschen, um all das in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, zu bewerben und zu unterstützen und die Menschen für dieses schöne Stück Natur zu begeistern, haben wir einen neuen Titel geschaffen und da Mittel in Höhe von 130.000 Euro eingestellt. Seit der Corona-Pandemie hat der Wald eine verstärkte zentrale Bedeutung in unserer Gesellschaft erlangt und wird in vielfältiger Weise von den Menschen genutzt. Deshalb sind auch diese Gelder gut investierte Gelder, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein weiterer passender und auch gesundlich wertvoller Schritt ist die Idee meiner Fraktionskollegin Helma Kuhn-Theiss, einen Heil- und Kurwald in Weißkirchen auszuweisen. Sicherlich eine sinnvolle und wunderbare Ergänzung im Gesundheitssektor für diesen schönen heilklimatischen Ort, den vielen Kurgästen und unzähligen Naherholungsangeboten. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, wird in 2021 ein Gutachten erstellt werden. Mittel dazu in Höhe von 25.000 Euro wurden ebenfalls eingestellt. Der Bereich Wasser, dessen Schutz und Zusammenhang mit Flora und Fauna spielt natürlich auch eine große Rolle in unserem Haushalt. Dazu ein Beispiel. Renaturierung an Wasserläufen im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien sowie Maßnahmen an Abwasseranlagen stehen mit jeweils 4.439.000 Euro zu Buche, eine beachtliche Summe. Auch für Flächenentsiegelung und damit verbundener Renaturierung wurden jeweils 50.000 Euro eingestellt. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zum Bereich Tierschutz sagen. Tierschutz geht uns alle an, denn die Welt gehört uns nicht alleine. Ein achtsamer, respektvoller Umgang mit unseren Mitgeschöpfen sollten für jeden von uns selbstverständlich sein. Und wo das nicht ist, muss helfend eingegriffen werden. Wir haben im Saarland das Glück, diverse spezialisierte Auffangstationen, unzählige Tierschutzstationen und ehrenamtlich Tätige zu haben. Die Tiere in Not aufnehmen, sie retten und um sich kümmern. Auch in unserem Haushalt stehen dafür Mittel bereit. Es wurde angesprochen, die Katzenschutzverordnung, die Vogelbringungsstation, Tierheime und so weiter. Ich möchte noch kurz was zum Kollegen Georg sagen. Bei den Tierversuchen bin ich dabei Ihnen. Die Steigerung der Tierversuche ist wirklich unbefriedigend. Und ich würde auch gern sagen, es war leider einmal und es ist nicht mehr, aber das ist noch nicht der Fall. Deshalb haben wir damals im letzten Haushalt den neuen Titelpreis für tierversuchsfreie Forschung eingestellt. Dieser, mit den Worten unseres MPs zu sprechen,
hat eine Hebelwirkung oder soll eine Hebelwirkung erzeugen. Am Schluss noch ein paar Worte zum Antrag der AfD. Mit Verwunderung habe ich Ihre Forderungen, auf die ich im Einzelnen jetzt nicht eingehen kann, gelesen. Wenn Sie regelmäßig an den Ausschusssitzungen teilnehmen würden, wüssten Sie, dass die meisten Ihrer Forderungen hinfällig sind, sie in der Umsetzung schon längst erledigt oder einfach nur unsinnig sind. Es kommt halt darauf an, welche Prioritäten man setzt bei den Themen. Herr Müller hat ja schon gesagt, bezüglich Klimaaktivitäten die Mittel in EP08 zu streichen oder jetzt eben bei der Einteilung Ihrer Redezeit. Das spricht für mich Bände. Prioritäten, Anträge für Ausschusssitzungen 0,0, Anträge für Plenarsitzungen im Bereich Umwelt und Tierschutz 0,0. Fazit, gelebter Tier- und Umweltschutz sieht für mich anders aus. Sie sind für mich in dieser Hinsicht unglaubwürdig, meine Damen, meine Herren, sind keine Damen da, meine Herren der AfD. So, ich hoffe, ich habe Ihnen wieder einmal einen Eindruck vermittelt, dass Umwelt, Klima und Tierschutz, obwohl in der Tagesordnungsfolge immer hier erst am Ende der Debatte an vorderster Stelle stehen muss, denn dort gehört sie hin. Bedanke mich ganz herzlich beim Umweltministerium, beim Minister und den Mitarbeitern für diese sehr gute Zusammenarbeit, meinen Kollegen im Ausschuss, wir arbeiten auch sehr gut und konstruktiv zusammen, speziell meine Kollegin Pia Döring, das klappt hervorragend. Dank auch an die Landtagsfraktion für den Honig. Hier sind wir auch auf dem richtigen Weg und zeigen, dass wir uns um dieses Thema kümmern. Ja, bin am Ende. Die Rede ist am Ende und ich bitte um Zustimmung für den Haushalt inklusive der Änderungsanträge. Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie alle gesund.